Ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen, ich hätte jetzt fast gesagt Teile anbauen Video, aber ich habe das Teil schon angebaut. Aber es gibt ja Menschen, die sammeln Sammelkarten oder Münzen und ich sammle anscheinend Windschilder. Ich habe mir nämlich jetzt noch ein drittes Windschild geholt. Das eine war natürlich vom Werk von Honda. Dann habe ich mir ja dieses Touring-Windschild geholt, ich sag mal in Übergröße. Damit war ich dann aber doch nicht so happy auf der langen Fahrt, weil das dann doch irgendwie wieder nicht passte. Und jetzt habe ich mir dieses kurze Sportschild nochmal geholt von WRS. Vielleicht ein bisschen dumm, jetzt habe ich drei zur Auswahl und habe jetzt alle mal wieder durchgetestet und muss sagen, mit dem Sportschild bin ich aktuell wirklich am zufriedensten. Das passt wirklich für mich am besten. Und das werde ich auch gleich nochmal auf dem Bike ein bisschen mehr von erzählen, was ich dann da so dann an Wind noch spüre und warum das hier tatsächlich doch ein bisschen zu groß für mich ist und ich nicht genau weiß, ob ich das tatsächlich nochmal irgendwann benutzen werde. Also falls jemand von euch das Ding haben will, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. So, aber was haben wir hier im Grunde gemacht? Ne? Das Ding, ich meine, wie man das anschraubt, da brauche ich jetzt kein Teileanbauen-Video für machen. Und ich habe es jetzt auf die höhere Ebene gesetzt. Es gibt noch eine da drunter und eine höhere. Ich habe jetzt die höhere genommen. Tiefere war mir jetzt auch noch nicht so richtig perfekt geeignet. Mit der höheren fand ich schon okay. Werde ich aber wahrscheinlich auch noch mal umtesten. Aber es ist ja immer ein Akt, wieder das alles umzuschrauben. Deswegen ist es jetzt erstmal die höhere Ebene. Ja, und ich finde so von vorne macht das doch echt einen schlanken Fuß, oder nicht? Also, so vom Look her ist das Sportschild schon sportlicher. Gut, ich setze mich jetzt aufs Bike und dann erzähle ich noch ein bisschen, wie sich das denn so anfühlt auf dem Bike und warum ich jetzt schon wieder 100 Euro ausgegeben habe für ein neues Windschild. Bis gleich. So, bevor ich losfahre, ich habe natürlich auch noch Teile angebaut, damit es ein richtiges Teile-Anbauen-Video ist, aber da war ich so gut ungeduldig, dass ich das direkt machen wollte. Einmal hier habe ich einen Luftfilterschutz dran gebaut, aus Stahl vom Motea. Fand ich irgendwie ganz cool. Und ich habe hier, passend zur CB500X, eine Bremsflüssigkeitabdeckung für hinten mit einem X gekauft. Finde ich auch ganz cool. So, jetzt auf dem Bike. Falls ihr euch wundert, was hier das für ein Nippel ist hier vorne. Ich habe die coole Molle-Funktion von dem SWM Motec Daypack genutzt, um da einen Molle-Getränkehalter ranzupacken. Und das ist nur der Verschluss von der Flasche, falls das ein bisschen bescheuert aussieht. Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist nur ein recycelter Plastikverschluss. Ja, ich habe hier ein Sportwindschild jetzt montiert und ich muss sagen, das ist glaube ich genau das, was ich persönlich gesucht habe. Ich habe natürlich jetzt mehr Wind, gerade an den Armen, weil es nicht mehr so breit ist, links und rechts das Windschild. Finde ich aber völlig in Ordnung. Vielleicht hole ich mir auch mal Handguards, dann ist das Thema sowieso ein bisschen weniger schlimm. Schlimm ist es sowieso nicht, aber vielleicht ein bisschen weniger unangenehm, gerade wenn es kälter wird. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden. Die Windverwirbelungen sind so einfach nicht mehr existent. Ich bin auch schon 120, 140 gefahren. Das ist einfach für die Maschine keine Geschwindigkeit, muss man sagen. Also keine Geschwindigkeit, wo die Maschine sich wohlfühlt. Die Maschine fühlt sich einfach eher wohl bei 80 bis 100. So, das muss man ganz klar sagen. Das Aggregat ist einfach nicht für super High-Speed-Autobahn gedacht. Und so muss man sie halt auch fahren. Ich kann jetzt aus dem Pinguin einfach auch keinen Vogel machen. Von daher, ja, ist einfach so. Es gehört die 500er CBX. Aber völlig in Ordnung. Und bis dahin ist es mit dem Sportwindschild einfach cool. So. Fühlt sich auch viel agiler an. Ich kann sie auch tatsächlich ein bisschen besser bewegen, weil ich natürlich nicht mehr wie so eine Schrankwand durch den Wind baller, sondern hier schon ein bisschen schnittiger unterwegs bin, gerade wenn ich mich ein bisschen kleiner mache. Und so, ah, jetzt wird die Flasche natürlich unterm Helm. Aber das ist schon völlig in Ordnung. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dann doch nochmal das Schild zu nehmen. Und falls ihr dafür kein Geld ausgeben wollt, kann ich auch so verstehen. Ich werde auch nicht gesponsert von WRS oder so. Ich habe jetzt einfach zwei Windschilder gekauft, war noch super schnell da aus Italien, hat keine Woche gedauert, glaube 4-5 Tage, dann war das da per DPD. Super cool. Genau, falls ihr dafür kein Geld ausgeben wollt, die Maße stehen auch bei diesen Windschildern mit dabei. Und im Zweifel kürzt ihr dann einfach ein günstigeres oder vorhandenes Honda-Windschild genau auf diese Maße. Wobei ich sagen muss, dass ihr nur die Höhe anpassen könnt, weil die Breite ist dann doch nochmal etwas anders als bei dem Originalzubehör. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin happy, also damit freue ich mich wirklich auf die langen Touren, obwohl es halt kein Touring-Windschild ist und ja, wie gesagt, ich glaube, das große Touring-Windschild brauche ich so in der Form nicht, wobei ich schon in den Kommentaren gelesen habe, dass diese Dinger durchaus sinnvoll sind, um äußere Wettereinflüsse abzuhalten, sei es starker Regen und sonstiges und dafür ist es wohl ganz praktisch.
Und dann würde ich ja eh keine 120 durch die Gegend ballern, wenn ich jetzt hier mit Starkregen konfrontiert bin. Dann ist es ganz nett, aber ich fahre ja dann los und ich fahre ja im Zweifel nicht im Starkregen los. Das habe ich ja nicht vor. Das heißt, ich habe dann nicht dieses Windschild, das große Touring-Windschild montiert, sondern dieses hier. Und das große habe ich mit Sicherheit nicht mit im Gepäck, um es dann zu tauschen. Deswegen ist das so ein bisschen witzlos. Von daher werde ich mich, glaube ich, straight für dieses Ding hier entscheiden. Plus, ich finde es auch tatsächlich vom Look auch super cool. Gerade weil es dunkel getönt ist, ich aber ja fein drüber gucken kann, das heißt, das macht auch nichts aus. Bei dem Touring-Windschild war es dann tatsächlich teilweise so auf der hohen Einstellung, dass ich dann da durchgeguckt habe. Und das war dann, wenn es ein bisschen in Dämmerung war oder ein bisschen dunkler wurde, Richtung Abend, dann doch nicht mehr so leicht alles zu erkennen. Von daher, ja, auch dieses Teil kommt natürlich mit KBA und ABE. Also KBA-Nummer ist am Schild geklebt und die ABE wird mit verschickt auf Deutsch. Von daher meine Empfehlung auf jeden Fall für dieses Ding. Für Menschen, die ähnliche Körperbau und Größe haben, so wie ich mit 1,70, glaube ich, ist das das Thema, wenn ihr auch mit Windverwirbelung struggelt. Kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Gut, was kommt so als nächstes auf diesem Kanal? Ich bin jetzt bei, ich meine so bei 1500 Kilometern mit dieser Maschine. 1600 Kilometer. Hab jetzt die 1000er Inspektion am Samstag und bekomme als Leihfahrzeug die neue Honda Hornet 57. Flüssig gekühlter Parallel Twin 755 Kubik. Richtig nice. Natürlich ein Naked Bike ist jetzt nichts, was ich mir wahrscheinlich als Tourenwilliger irgendwie holen würde, aber ich finde trotzdem das Aggregat super spannend, was da drin ist. Ich hätte natürlich auch gerne die Transalp oder auch die CL Scrambler gefahren, aber das war jetzt nicht so verfügbar. Trotzdem freue ich mich auch auf die Hornet, weil die natürlich super spritzig und agil sein soll und auch mit dem Hammerpreis unterwegs ist. Da werde ich auf jeden Fall eine Review drüber drehen und so ein bisschen meine Eindrücke mit euch teilen. Ansonsten kommen dann noch, ich denke mal so in zwei Wochen endlich die SV Motec Sturzbügel und die werde ich dann auch nochmal anbauen, passend zum Fahrsicherheitstraining. Also bleibt gerne treu, unterstützt mich beim Aufbau dieses Kanals. Ich habe da super Spaß dran. Ich finde es auch mega cool, dass ihr schon so viel in den Kommentaren euch beteiligt, mir Feedback gebt. Das motiviert ungemein. Lasst also gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das macht echt Spaß. Die ersten 100 Abos haben wir auch geknackt. Also das nächste Ziel sind dann die 1000. Da werde ich noch einiges für drehen und ja, da freue ich mich mit euch drauf. Der nächste Solo-Camping-Trip steht ja auch schon in Planung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.